Hi, ich bin der Günther, ich aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind kurz vor der Felshöhle. Okay, in der letzten Folge ist es eingepennt und es pennt immer noch. Ich habe die letzte Folge vor irgendwie einer Woche aufgenommen. Ich glaub, das könnte... Da stand gerade, es schläft durch den Gesang. Durch den Gesang vom Ende der letzten Folge. Wir sind in der Nähe der Mondhöhle. Ernsthaft, ich kann nicht mal mit ihm interagieren. Eine Mondhöhle ist auch nochmal was anderes. Scheiß drauf, hier sind wir. Guck mal. Mondbergtunnel-Eingang. Ja. Ignorieren wir das. Und Mondberg. Oh, guck mal. Hier drüben scheint nichts zu sein. Vielleicht ist was weiter dort unten. Hey, du da, hast du uns gerade belauscht? Wie viel hast du gehört? Wie kann das sein? Wir hatten Mauzi doch extra aufgetragen, Wache zu schieben. Da du uns so frech bespitzelt hast, weißt du bestimmt, dass wir auf der Suche nach seltenen Fossilien sind. Aber glaub bloß nicht, dass wir sie knipsen, wie dir überlassen wir. Digga, was juckt mich eure Fossilien? Ich nehme eh nur mein Evoli. Ganz genau, wenn jemand diese staubigen alten Steine in Zaster verwandelt, dann wir. Das ist schön. Die Keks kommen übrigens, kennen viele bestimmt aus dem Anime. In den Games kommen sie, soweit ich weiß, wirklich nur in Let's Go vor. Ich habe keine Ahnung von Pokémon Gelb. Let's Go ist Gelb. Ich gab's dir auch. Ihr sagt, du brauchst nicht erwarten, dass ich irgendwas über Gelb weiß. So, hier gibt's natürlich auch neue Pokémon. Wir brauchen nicht erwarten, dass irgendwann in diesem Spiel noch ein gut aussehender Schatten kommt. Oh mein Gott, ey, ich werde mich da immer drüber aufregen. Naja, hier gibt es einige unsichtbare Items, vor allem in den Kratern, die hier überall zu sehen sind. Und unter anderem auch Mondsteine, die bei der Entwicklung bestimmter Pokémon helfen können. Und wisst ihr was? Es juckt uns nicht! So, ich werde das wahrscheinlich gefühlt jede Folge erstmal vergessen, dass ich erst die Box brauche. Um das Ding dann gleich wieder aus dem Team zu nehmen. Und wir gehen mal hier rein, einfach weil... Why not? Außerdem, das könnte uns noch helfen. Weil durch Zutraulichkeit kann das Bonuseffekte bekommen. Und ich glaube, dass dieser Run gerade ein bisschen später doch auch davon stark profitieren könnte, weil es sonst sehr schwer werden kann. Deswegen gönnen wir dem Ding ein bisschen... Und machen das erste Trainer-Battle für diese Folge. Ich habe wirklich das Gefühl, der Run wird über lange Strecken nicht schwer werden. Aber gerade so beim um die Liga rum kann das schon krass werden. Und jetzt die Passage wird auch nicht unbedingt einfach. Im Moment haben wir halt das Problem, dass wir nicht so gute Type-Coverage haben. Das klärt sich erst später. Ich meine, so viel Schaden tut's uns jetzt nicht, weil... Ja, ihr seht's. Aber trotzdem ist es natürlich ganz schön, gerade... Okay, ich wollte gerade sagen, gerade weil hier so viele Gestalts-Pokémon sind, wir haben Doppelkick. Naja. Aber imagine, wir würden jetzt im Moment in ein Geist-Pokémon rennen. Das wäre unpraktisch. So, das Ding nehmen wir uns schon mit, weil gibt Erfahrung. Gerade das erste von der Sorte gibt nochmal mehr. Ja, reicht aber nicht ganz für Level 15. So, weiter rumwursten.
Ich fange erst noch dieses kleinen Stein, dann räume ich beide weg, geht schneller. Das Kleinstein ist klein, Leute. Wir entdecken ganz neue Dinge in diesem Projekt bisher. Und drin. So, es wird sehr sicher nicht reichen. Das war nicht erster Ball, kein so toller Wurf. Wie viele Erfahrungspunkte sind das? 2. Gucken wir mal in den Bericht. Kann ich das einsehen? 3! Es sind 3 Erfahrungspunkte. Ja, dezent unnötig. Aber scheiß drauf, weiter geht's. Da ist ein Großstein. Lull. Comedy. Ja, in dem Battle werden wir dann auch das nächste Level Up definitiv voll bekommen. Jedenfalls gehe ich stark davon aus, dass das vermutlich eine Pokémon, das die hat, mehr als 3 Erfahrungspunkte bringt. Okay, es reichen mehr als 2. 3 reichen ja auch schon. Also, Knofensa, du bekommst auf die Schnauze, dann haben wir das ganz schnell geklärt. Es sind mehr als 2 Erfahrungspunkte, dementsprechend Level 15 für Eevee. So, die Werte gehen hoch, weil haben sie nötig. Und ja, oh guck mal. Du bist schneller, als du aussiehst. Wow. Danke fürs Gespräch. So. Weiter. Mehr Trainer zerstören. Ich bezweifle stark, dass wir heute fertig werden mit diesem Ort, aber so. Slimer, Mann. Wir sind ein anderes Pokémon. Ich bezweifle trotzdem, dass es ein Problem für uns wird. Aber immerhin Level 10. Ich hatte kurz überlegt, ob wir es vielleicht sogar nicht ganz one-hitten können. Aufwecker, ja. Kann man sich, denk ich mal, gönnen. Solche Items können schon wichtig werden in diesem Run, weil... Wenn wir halt dann wirklich einen Status-Effekt kastieren, können wir nicht auf irgendwen anders wechseln. Und Kampf-Pokémon allgemein, das wird recht interessant. Ey, okay, eigentlich nicht. Ich werde es outspeeden und one-hitten, aber wenn mal bessere Kampf-Pokémon kommen. Überraschung, ich hab's outspeeded und one-shotted. Die Erfahrung, die wir bekommen, ist schon nicht so krass im Moment. Aber wir sind halt auch vom Level her ein gutes Stück drüber. Was aber auch so sein muss, ansonsten kommen wir wirklich nicht weit in diesem Run. Muss man ehrlich sagen. So, hier in den Kratern am besten immer A drücken, da können versteckte Items drin sein. Ich hab's gecallt. Aber bevor wir weitergehen, hier ist noch diese Leiter. Geht's hier weiter? Ich hab keine Ahnung von den Höhlen. Wenn hier Team Rocket ist, schätze ich mal, hier geht's weiter. Das heißt, wir gucken uns doch erst den Bereich oben an. So, jetzt auch noch da mal A gedrückt gehabt beim Vorbeilaufen zur Sicherheit. Und ein großes Zubat können wir uns einpacken. Kein guter Wurf könnte tatsächlich auch ausbrechen. Ja.
Oh, flieg doch nicht so ekelhaft. Aber dieses Mal bleibt's drin. Ja, nicht wirklich worth it. Oh, wir hatten noch keins. Ich dachte, ich hätte... Oh, nee. Vor der Höhle gab's die nicht. Ich weiß gerade selber nicht, warum ich mir eingebildet hatte, schon eins hier geholt zu haben. Naja, raus mit dem Ding. Und weg mit dir. So, ich wollte gerade in dein Sichtfeld laufen. Wird Zeit, mal wieder einen Trainer mit einer einzigen Attacke zu zerstören. Pipi kann man hier, soweit ich weiß, auch finden irgendwo in der Höhle. Ich weiß nicht, ob nur auf einer anderen Ebene oder ob die Chance einfach es zu encountern niedrig ist. Ach stimmt, das Ding ist ja Fairy-Type Second. Krass. Ja, ich habe trotzdem keinen Bock, Kopfnuss die AP so schnell rauszuhauen, also wirklich bedrohlich ist das Ding nicht. Allgemein muss man halt sagen, gefühlt ist selbst gegen Gesteins-Pokémon Kopfnuss effektiver. Ja, hör auf uns zu folgen. Ich habe echt keine Ahnung, welcher Weg jetzt der weiter ist. Und welcher nur Bonus? Okay, hier ist offensichtlich nur Bonus. Merkt man daran, dass es nicht weitergeht. Aber wir finden Chicken Nuggets. Das ist genau das, ja. Und hier gibt's, wie gesagt, Pipi. Hab ich's ja gecallt. Aha, ich schaff's auch an der Seite, weil ich... Scheißvieh! Ja. Man frisst halt so ein Scheißteil. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Hier, dann eben du! Ich geb dem Scheißvieh was zu fressen und es verpisst sich. Nachdem ich's mit einem fabelhaften Wurf gehittet hab und es ausgebrochen ist. Du aber. Alter. Ist dir das lieber, wenn ich nicht der Krasseste bin? Anscheinend. Ich bin offensichtlich zu gut. Einen fabelhaften Wurf zur Seite, da kommt's nicht mit. Beim guten Zentral? Ich meine, ob's jetzt zur Seite oder zentral ist, macht zwar im Prinzip nichts aus, aber ist noch ein kleines bisschen schwieriger zur Seite. Naja. Also, dann gehen wir... Ich dachte irgendwie hier... Ich habe diese Ebene schon vergessen, so unnötig ist die. Naja, jetzt ist halt die Frage, ob die Leiter vorhin der Weg weiter ist oder ob das hier der Weg weiter ist. So, aber erstmal mehr Trainer. Ach, guck mal, Juan... Ich weiß, dass er nicht so ist, aber er ist einer. Die Animation von Sandern war tatsächlich mal ganz gut. Nur schade, dass es tot ist. Meint ihr nicht auch, Leute? Oh, guck mal, es ist tot. Ja. So, das hier... Noch eine Leiter, wirklich...
Also die wollen, dass ich mich hier nicht zurechtfinde, glaube ich. Die wollen, dass ich mich hier nicht zurechtfinde. So, ein Wanderer heißt vermutlich Gesteins-Pokémon. Er hat zwei tatsächlich, wow. Er ist gar nicht mal so ein Keck. Ich meine schon, nah, aber nicht so krass. Ich sag's ja, Doppelkick ist echt nicht gut. Ich meine, es wird wohl mehr machen als Kopfnuss, aber gegen Gesteins-Pokémon, aber hier. Ja, oh, so ein gutes. Ein gutes Stück mehr als ich dachte, aber. Das war Kopfnuss von Eevee. Natürlich hart carried mich der Move. Crit und Zurückschrecken. Ja. Es ist wirklich alles nur auf Skill basierend hier. So, wir nehmen nochmal so ein Ding mit für ein bisschen Erfahrung. Und du willst mir jetzt wirklich sagen, dass das nicht getroffen hat? Dann halt so. Dann warten wir halt noch einen Moment länger. Nehmen. Sag mal, was ist auf einmal mit den Dingern los? Ich glaube, ich werde denen zu gut. Ich lande zu gute Würfe, da denken die sich auch. Nee, lass mal. Oder die reihen langsam, dass ich sie sowieso nur ein. Dass ich sie sowieso gleich weglegen werde, sobald ich sie gefangen habe. Null. Level up. Es ist natürlich schee. Jetzt können wir die Gegner noch mehr zerstören. Und mal gucken, was mit dem Typen abgeht. Ja, natürlich brauchen wir einen NPC, der einem Pokebälle schenkt. Sollte man nicht genug haben. Ey, könnt ihr euch mal entscheiden? Ich hab... Ja, oh neu, wo geht's denn weiter? Ich mein, bei der ersten Leiter war Team Rocket, also... Ja, ja. Und das hier ist der Raum, also wird's vermutlich wirklich bei der ersten Leiter sein. So, dann machen wir es jetzt mal direkt so. Heulst du dann vielleicht nicht rum, sondern bleibst drin. Nö! Ich hab nach rechts geschwungen, aber dieses Scheißviech kotzt so an grad, was soll denn das? Und da bleibt's drin. Ich bleib dabei, ich bin zu gut im Moment. Nur wenn ich schlecht werfe, bleiben die Pokémon im Ball. Und ich dachte kurz, das Zubat fliegt von selber in mich rein. Ich brauch's nicht zwingend, hätt's aber mitgenommen. Wir haben inzwischen fast eine Seite voll hier in der Box. Das gibt gute Erfahrung, also... Wenn du nicht zu sehr nervst, dann nehme ich dich mit. Oh, ich hab doch den Jump gelesen. Ja, das wird heute nicht weniger nervig. Digga, ich hab komplett nach rechts geschwabbelt. Die Viecher. Und ich glaube, die brechen aus Prinzip aus dem ersten aus. Kann das? Das machen die immer, egal wie der Wurf ist. Ach, diesmal auch beim zweiten noch. Ich schwing nach rechts. Was ist denn diese Bewegungssteuerung? Gott, ey, das Pokémon-Fang diese Folge macht ja richtig Spaß. Komm mit und schnauze. 300? Woher?
bist es gut. Und ich überlege gerade tatsächlich, ob ich Doppelkick rausnehme. Ruckzuckhieb ist... Also Kopfnuss bleibt auf jeden Fall. Ruckzuckhieb ist eigentlich auch ganz sinnvoll. Und Doppelkick, muss ich halt sagen, nee, nicht so mein Fall. Die Attacke macht keinen so tollen Job. Jui, wir haben eine Fangserie. Heißt auf Deutsch, die Wahrscheinlichkeit, dass die nächsten Pipi krasser werden, wenn ich noch mehr in Folge fange, ist höher. Kann man ganz gut zum Erfahrungsfarmen nutzen bei manchen Pokémon. Weil natürlich krassere Pokémon-Fang auch mehr Erfahrung bedeutet. Ach komm, ey. Ich wollte gerade sagen, das Zubat hat jetzt einen Encounter gemacht, ne? Ich will tatsächlich das Onix lieber. Aber ja, woher weiß ich jetzt, welcher Weg der richtige ist? Auf beiden Wegen stehen Team Rocket Keks rum. So, jetzt ist aber erstmal die Prio. Das kam gefühlt 2 Sekunden verzögert, der Throw. Ja, also gerade eben ist die Verzögerung dezent vorhanden. Es hat so keine Chance drin zu bleiben. Ich versuche das so zu timen, dass es mit der Verzögerung klappt. Aber die ist halt nicht mal consistent. Ich will keine Beere werfen, wenn der Ball sowieso so scheiße trifft, dass es nicht drin bleibt. Ja, Gut, jetzt ist es drin. Jetzt ist es drin, das Scheißteil. Und gibt so wenig Erfahrung, Digga. Das ergibt keinen Sinn. Schon das erste Pipi in der Fangserie hat mehr gegeben. Naja. Selber schuld. Dafür kommst du in die Box. Okay, tun wir nicht so, als wäre es anders nicht in die Box geschmissen worden. Und ja, ich denke, welcher Weg wirklich der richtige ist, werden wir, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen kürzer ist als sonst, werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Hier bei Pokémon Let's Go Evoli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.